Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Im aktuellen neuen Kammerjäger DLC, nenne ich einfach jetzt mal so, in dem neuen DLC, wir sind ja hier so weit gewesen, dass Tiny Tina die Kanone abgeschossen hat und ich hier das Feuerwerk aktiviert habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das allgemein einen Zeitraum gibt, wo man das nur aktivieren kann oder ob das alles in allen zusammen gerechnet wird. Was ich aber mache, bevor ich von hier mich verpiese, Moment, da war jetzt von Discord was gekommen, Moment. Ich muss raustappen, nicht dein Ernst. Habe ich schon extra einen zweiten Bildschirm, damit ich nicht mehr raustappen muss und dann funktioniert das das Discord-Overlay aber nicht. Ach, ich krieg eigentlich zu viel, Leute. Es wird heute noch zu viel. So. Okay. Ich weiß nicht, was los ist. Warte, hier. Huhu steht da. Ich habe den Gamerwood aus Versehen noch stumm, obwohl ich es im Overlay aktiviert habe. Okay. Hallo? Sario? Ja, ich hatte dich stumm gestellt, weil ich nicht im Hintergrund euch da quasi als Mitlausch-Sound habe. Hä? Wir sind fertig. Ja, nein, ich hatte nur übers Discord-Overlay dich stumm gestellt, aber irgendwie hat er das Anstummen nicht mitgenommen. Okay, Leute, jetzt geht's mein weiter. Mein Schatzenglück ist ein bisschen erkältet. Oh. Du. Ich glaube, sie wird krank. Da brauchst du einiges zu. Die hört sich auch nicht gut an, die soll ein paar Nächte gut und tief schlafen, aber bis du da bist, ist die wieder gesund. Ich kenne meine Mädchen. Wie soll ich denn gut und tief schlafen, wenn ich ein Kind nehme? Da muss ich mich halt immer nachts um die Maus kümmern. Genau. Kann ja auch mal der Vater machen. Das will ich sehen. Oh ja. Sag mal, weg und dann macht's auf, wenn die Kleine dann schreit. Gamerwood, du wurdest herausgefordert. Challenge accepted. Nein, aber ist ja wirklich so, Leute, ist ja kein besonders großer Aufwand, ein bisschen auf ein eigenes Kind aufzupassen. Liz, ich habe wundervolle Neuigkeiten. Ich habe einen Vorläufer von Angels Kammer auf Helios gefunden. Stell dir nur vor, was wir davon lernen können. Während du schläfst, und sie weiter besser geht. Zerstören? Jetzt verbietest du mir meine Pflanzenmonster-Armee und jetzt das. Ich brauche die Daten von Jacks Experimenten an Angel für meine Sache. Ich weiß gar nicht, ob du momentan was da von dem wirst. Das Wort habe ich mir Du hast gesehen, dass wir Deck einmal nur schlafen. Diese Informationen sind zu gefährlich. Wir werden sie zerstören. Alles. Weiter im Kammerjäger. Was? So, aus. Aus. Ich werde dich aus. Okay, Leute, das war jetzt suboptimal. Ich habe mich selber gerade gelegt mit meiner Granate. Die Kammer sollte direkt da unten sein. Okay. Wenn es zwei Fälle ist, weißt du, was es ist. Je mehr wir über diese Leben wissen, desto mehr wissen wir auch über dich. Wir wissen immer noch nicht, woher diese Kräfte kommen. Oder wie sie in Zukunft zeigen werden. Gerade du solltest erkennen, wie wichtig diese Informationen sind. Moment, wir sind nicht die Ersten, die diesen Ort gefunden haben. Kammerjäger, erledige diese Soldaten. Bin schon dabei. Ja, mach ich.
Der ist doch sowieso nicht mehr gut. So, Leute. Ein bisschen die Leute hier durch die Gegend scheuchen, wird ja wohl was bringen. Nö, tut's nicht. Nee, hast recht, ich bin schon wieder fast down. Und das im einfachsten Modus. Hector hat schon seine Ingenieure das ist fein. Die Ausrüstung anzusehen. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Meinetwegen. Mach was du willst. Aber schick mir zuerst die Daten. Wir können uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Also gut. Kammerjäger, kümmere dich drum. Ups, welches HDMI? Das HDMI da. Daten gehen ein. Hier kommen eine Menge mieser Erinnerungen hoch. PS, Leute, ich habe mir vorgenommen, alles fertig hochzuladen. Kann ich mir nicht vorstellen, was da meckert sogar die Kleine. Sorry, Leute, da kann ich nichts dran ändern gerade. Ich leider auch nicht. Also wer damit nicht klarkommt, ist hier auf dem falschen Kanal. Oh, so. Hier. Muss ich jetzt ein bisschen heier machen, Mama braucht schlafen. Ach ja. Bitte schön, ich leg dir die Maus hin. Okay, keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Okay, okay, dann nehme ich dich ganz kurz mit rüber raus. Oh, okay, jetzt hat mir meine Steuerung wieder. Aber dann muss ich mich nochmal weg und schaut, wie die Kleine dann ins Bett geht. Ganz kurz, Leute, auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, die ganzen Folgen, ja, vorab aufzunehmen. Boah. Ich kümmere mich darum. Lasst euch nicht umbringen. Kammerjäger, ja? Wir sind ein paar Bots unterwegs. Das ist okay. Genau. So, liebe Leute. Um nochmal zu erläutern und jetzt auch wirklich mal, wir, bzw. wie ich, werde das meiste schon vorproduzieren und wenn ich dann beim Gamerwood oben bin, geht es dann bei ihm weiter mit Streamdienst auf Mixer. So in etwa. Genau. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt komm zurück. Loot-Chest! Oh, lang genug gesprungen. Ich will aber sehen, was passiert. Darf ich das nicht? Schade. Das ist ja keines von diesen Spielen, wo man durch die Scheibe springen kann. Stimmt ja. Sorry, Leute. Boah, du durch deine Scheibe springst, schieß erstmal drauf. Ich habe versucht, die aufzuschlagen. Hat der klassische Crouch-Jump durch die Scheibe. Kennst ja. Ja, geht aber in Borderlands nicht. Nee, da war ja was. Da war ja so irgendwas. Zumindest nicht in Borderlands 2. Auch im Dreier ist es nicht funktionell. Doch. Aber ich werde nicht sagen, wo. Das trinkt von der Mausi. Okay, der Gamerwood muss sich häufig verrenken, hört sich so an.
Leute, jetzt renne ich schon wieder falsch. Keine Sorge, der Gamer wurde es auch bald wieder dabei. Voraussichtlich im nächsten oder übernächsten Part. Genau. Beziehungsweise, wenn ihr das Ganze schaut, sind wir wahrscheinlich währenddessen live. Maybe, maybe not, I have no idea. Eine Sache ist jetzt halt. Hat der Gamer den Game Rutsch denn schon gesehen, wie ich bei Terra Morpheus das hingekriegt habe mit dem. Ja. Nee, das noch nicht. Kammerjäger-Symbol zu klitschen. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, schade drum. Es ist eigentlich sehr, 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 sehr amüsant. Oh. Okay, offensichtlich ist das ein Verbindungsstück hier hinten, wo ich längs laufen muss. Dann habe ich alles aufgedeckt. Dann mache ich das auch noch und dann geht es aber raus aus diesem Level hier. Das ist noch nicht das Level. Das ist das Level. Ne, Gamewood? Oh ja. Wo war das überhaupt nochmal? Oh, Level habe ich jetzt eingefügt. Ich kann mal konzentrieren auf meine Route, die ich hier fahre. Richtung Ziel. Nicht, dass ich wieder dasselbe Problem habe wie gerade eben, dass ich im Schnee stecken bleibe. Like a snowman. Go underhead. Dun 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 dun. Nee, das war in der letzten Runde echt nicht witzig, im Schnee stecken zu bleiben. Mit dem weitaus überlegeneren Auto. I'm a snowman. Dun 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 dun. Hm? Ja, ich weiß. Moment mal, Leute, ich merke gerade. Das ist nur ein Sprungpunkt von Bots, okay. Ich verstehe. Und hier kann ich die Tür nicht öffnen, Leute. Das ist. Das ist suboptimal, Leute. Ich krieg das nicht auf. Den Bereich. Okay, ich guck mal auf der Karte. Das ist nämlich ziemlich auffällig. Wenn so ein Bereich. Nein! Gamerwood, wenn sich ein Bereich nicht öffnen lässt, heißt es doch, dass das mit irgendwas zusammenhängt, ne? Im Normalfall schon. Warte mal ganz kurz. Kein Problem, kein Problem. So, das heißt, wir müssen hier noch irgendwelche Hebel in Bewegung setzen. Oh. Kann es sein? Nee. Es kann natürlich auch sein, dass wir da oben irgendwie durch müssen. Aber es würde keinen Sinn machen. Okay, Leute, das macht Luca keinen Sinn. Dann prüfe ich mal die anderen Orte noch. Ich bin am Aufnehmen, sorry. Okay, der Gamer wurde gerade AFK, Leute.
Noch 10 Minuten für den Part. So. Ich glaube, er ist gerade wieder zurückgekehrt. Jo. Ah, okay. Ich glaube, deine Schwägerin hat gerade nicht gepeilt, dass ich aufnehmen bin. Verzeihung an der Stelle. Okay, irgendwo muss hier doch irgendein Schalter oder irgendwas zum Auslösen sein. Was uns ermöglicht. Ist gerade so leise. Muss den Anruf mal resetten. Ja. So. Hallo? Gamerot? Jo. Ah. Typisch Discord halt. Erstmal den Anruf resetten, ne? Mhm. Okay, also ich. Bis jetzt finde ich noch keinen Schalter. Der hier geht auch nicht mehr. Irgendein Schalter muss doch hier noch funktionieren, der uns den Weg zu dem verdeckten Bereich öffnet. Das Ganze will ich jetzt auch nicht in einem Guide nachlesen, das muss ja nicht sein. So, ich muss jetzt Slavius erstmal auf Ladung stellen. Auf was? Ach so. Ich muss ganz Ladung machen. Du setzt mich wieder unter Strom, na danke. USB-Typ-C. Was? Ich bin USB-Typ-C? Nee. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, du wirst jetzt bei USB-Typ-C geladen. Also ich muss sagen, mit der Wintersaison, der Innenarbeit ist gar nicht mal so easy zu fahren. Ich hab ziemlich viele Rennen verkackt, die ich normalerweise nicht verkacken würde. Okay. Gamerwood, ich krieg gerade richtig eine Krise, ne? Ich finde hier keinen Schalter, keinen versteckten Ansatz dafür. Das ist eine Verzweiflung. Mini Cooper S ist im Winter nicht gerade empfehlenswert. Herr und von Lou Gamerwood. Was macht man, wenn man keinen Schalter, keine Kiste oder keinen Schlüssel für irgendeine Tür findet, die sich noch nicht öffnet? Hoffen, dass es sich mit einer Mission öffnet? Eine andere Tür suchen? Hoffen, dass man eine andere Mission kriegt, Fragezeichen, die sich das öffnet? Oder hoffen, dass die Tür, dass du durch eine andere Tür durchkannst. Es gibt ja nur zwei, eine von der einen Seite und eine von der anderen. Das ist ein Flur, wieder mal. A floor. Dann sieht scheiße aus. Scheiße. I'm flawless. Sheen Pottemon. Okay. Genügend gememt. Ja, keine Ahnung. Das wird jetzt echt so langsam meine letzte Vermutung sein, dass einfach wir später nochmal hierher zurückkehren werden, Leute. Und dann den letzten Bereich erst erkunden können. Ja, eine Autowechselstation zu einem Audi RS. Oh. Kurz mal nochmal erwähnen, Forza Motorsport 6. Nein, Horizon 4. Horizon 4. Simulator-Modus. Dafür brauchst du dann ja auch nochmal Daten, ne? Kommt definitiv als Let's Play, Leute, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Also der insgesamte Forza Horizon 4 Spaß. Plus den Eliminator, allerdings beides mit zwei verschiedenen Accounts. Den Eliminator werde ich euch mit meinem richtigen Account vorstellen, den anderen
also das normale, werde ich euch mit einem anderen Account vorstellen, weil ich meinen Account nicht resetten werde für das Let's Play, sondern einfach mein neues Xbox-Profil erstellen werde. Oh, das ist das Einfachste. Genau. Einfacher als die ganze Spielzeit, die ich in diesen einen Account reingesteckt habe, zunichte zu machen nachher. Komm, wir stellen einfach mal den Spielstand zurück. Ja, freu. Dafür war mir da so ein bisschen zu viel Zeit und Arbeit für das Spiel, wie ich es jetzt habe, also für die Autos her und allem. Das würde mir zu lange dauern, das Ganze nochmal zu erfahren. Aber hey, Payday 2 mache ich dasselbe Thema. Ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sobald ich dann Let's Play mal irgendwann, mir dafür extra einen Account bei Steam anlegen und das Spiel dort kaufen. Könnt ihr mitrechnen. Erst recht, weil ich die Entwickler sowieso mag und unterstützen möchte. Und somit. Bei Payday 2 darf ich euch jetzt schon sagen, da werde ich definitiv dabei sein. Da kann ich die Pferde aufhalten wollen, die es auf der Welt gibt. Da werde ich mitmachen. Das war es auch sowieso abgesprochen, weißt du doch noch. Jupp. Weil im Payday 2, glaubt mir, Leute, könnt ihr einiges von mir lernen. So. Was der liebe Darius bestätigen kann. Definitiv. Darius? Ja, definitiv. Zum Beispiel, wie man in einen Gegner reinläuft und der Alarm sich nicht auslöst dennoch. Oder wie man um eine Ecke läuft, den Gegner sieht und alleine aus Reflex immer ein ganzes Magazin in die Brust jagt. Und sich dann der Alarm aber auslöst wiederum. Ja. Wobei keiner das gesehen hat und keiner gehört. Ja, weil ein Schalldämpfer war ja verwendet. Irgendwie schon sarkastisch. Ach ja, Leute, ist mal wieder der Part Ende erreicht, würde ich mal behaupten, tatsächlich. Ja, Tatsache. Danke, lieber PC, aber du brauchst mich nicht jedes Mal informieren, wenn das Part den Ende erreicht. Oder der Part den Ende erreicht. Aber Part Ende ist zwar schön und gut, liebes Aufnahmeprogramm und Spiel, aber ich würde ganz gerne auch Jetzt hat es auch direkt vor meinem Touareg, VW Touareg gegen Volvo. Ja, ist ein bisschen winterfähiger. Gut, der Gamer wurde das wieder zu hören. Das Spiel läuft wieder weiter. Und ich sehe zu, da ich noch zum richtigen Ort reise und mich da kurz um noch ein paar Sachen kümmere. Und dann machen wir wirklich mal Folgenende. Aktives Folgen. Nach wie vielen Minuten? Sind jetzt aktuell 23 Minuten, kann auf 25 Minuten enden wahrscheinlich. Ladebildschirm und Missionsabgeben gehen. Denkt ihr, es kommt gut, wenn ich in einem Let's Play meinen Ladebildschirm rausschneide? Hey Leute! Den Knall habe ich bis hierher gehört. Kurz Ruhe. Wusste ich doch. Hä? Warte. Du hattest allgemein. Warte mal. Und du siehst echt übel aus. Dein Freund ist infiziert. Exzellent. Will sagen, dass er sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, aber noch heilbar ist.
Ich brauche eine Blutprobe. Oder wie wir Wissenschaftler es nennen, das gute rote Zeug. Nein, nein, du bekommst nichts von Mordis Blut. Verpiss dich! Ich habe einen schwarzen Gürtel in Karat. Tina, ganz ruhig. Und das heißt eigentlich Karate. Nochmal Glück gehabt, Blödmann. Hätte dir mit Karat in den Hintern getreten. Okay, Tiny Tina will Mordecai und alles beschützen. Das freut mich natürlich. Darius, was hältst du eigentlich von einer von unseren berühmten Umfragen? Mir fiel nämlich da gerade eben eine ein. Ladebildschirme. So, zu dem Thema kann ich zwei schneidiges Schwert sagen. Einige sagen, lass ihn drinne. Andere wiederum sagen, schneid ihn dir zurecht. Und wieder andere sagen, lass ihn komplett weg. Ich habe daraus gelernt. Deswegen starten wir hier mit einer Umfrage bis zur nächsten Folge. Wie ihr das seht, wenn wir ab sofort Ladebildschirme rausschneiden. Also ihr könnt einfach abstimmen, da werde ich einfach das I einfügen. Ich muss mir das merken. Geschweige denn, nee, schreibt es einfach unter die Folge. Genau, viel einfacher, da brauche ich da. Schreibt es unter die Folge, wir lesen uns die Kommentare noch fleißig durch und... Genau. Und was dann dementsprechend häufiger vorkommt, das kann man ganz gut abwägen. Ein bisschen HTML-Kenntnisse, Entschuldigung. Ja, dann gucken wir, was ihr wollt. Und wenn ihr sagt, ja, Ladebildschirme sind in Ordnung oder nee, mach mal weg, dann wissen wir Bescheid. Nee, mach mal weg, stört mich. Nimm zu viel Zeit in der Folge weg. Dann tun wir sie wegnehmen. So, aber wir beschleunigen jetzt mal hier wieder zur eigentlichen Sache. Und würde sagen, daher jetzt 25 Minuten erreicht ist. Was jetzt? Daher jetzt 25 Minuten erreicht sind.